durchsuchen.
dass ihr hier seid, Inquisitor. Ich fürchte, sie haben bereits mit dem Ritual begonnen. Das muss Blutmagie sein. Ich hoffe, wir können sie aufhalten, bevor noch mehr Leute zu Schaden kommen. Ihr geht vor. Ich gebe euch Deckung. Nein, wartet! Kommandantin Clarells Befehle waren eindeutig. Sie ist falsch. Denkt an euren Eid. Siegreich im Krieg, wachsam in Friedenszeiten, opferbereit. Es tut mir leid. Im Tode. Und jetzt bindet ihn, wie ich es euch gezeigt habe. Inquisitor, welch unerwartetes Vergnügen. Lord Livius Arimond von Virantium, zu euren Diensten. Ihr seid kein Wächter. Aber ihr... Ihr seid derjenige, der Clarell entkommen ist. Und jetzt wollt ihr und der Inquisitor mich aufhalten. Nun, ich bin sehr gespannt. Wächter, dieser Mann belügt euch. Er dient einem uralten Magister aus Tevinter, der eine Verderbnis entfesseln will. Das ist eine äußerst ernste Anschuldigung. Mal sehen, was die Wächter darüber denken. Wächter, Hände hoch! Hände runter! Korypheus beherrscht ihren Verstand. Sie haben sich das selbst angetan. Wisst ihr, der Ruf hat den Wächtern Angst gemacht, also suchten sie überall nach Hilfe. Sogar in Tevinter. Ja, und da mein Meister den Ruf in ihre kleinen Köpfe gepflanzt hatte, waren wir Venatori bereit. Voller Mitgefühl ging ich zu Clarell und gemeinsam ersannen wir einen Plan. Eine Dämonenarmee aufstellen, in die tiefen Wege ziehen und die alten Götter töten, bevor sie erwachen. Ah, ich hatte mich schon gefragt, wann die Dämonenarmee auftaucht. Ihr wusstet also von ihr. Nun, hier habt ihr sie. Das Bindungsritual, das sich die Magier der Wächter lehrte, hat leider einen Nebeneffekt. Sie sind jetzt Sklaven meines Meisters. Das hier war nur ein Test. Sobald die restlichen Wächter das Ritual vollzogen haben, wird unsere Dämonenarmee ganz Thedas erobern. Warum sollten die Wächter versuchen, die alten Götter zu töten? Eine Verderbnis beginnt, wenn die dunkle Brut einen alten Gott findet und ihn durch ihre Verderbtheit in einen Erzdämon verwandelt. Würde sich allerdings jemand durch die tiefen Wege kämpfen und die alten Götter töten, bevor sie verderbt werden können... Puff! Keine Verderbnis mehr. Niemals. Die Wächter geben ihr Leben und retten die Welt. Das ist Wahnsinn! Soweit wir wissen, könnte der Tod der alten Götter alles noch schlimmer machen. Nun, dann ist es ja gut, dass ich Ihnen diese Dämonenarmee nehme. Also hat Korypheus die Wächter beeinflusst und zu diesem Ritual getrieben? Getrieben? Nein. Alles, was ihr hier seht, die Blutopfer, um die Dämonen zu binden. Die Wächter taten es aus freien Stücken. Angst ist ein starker Antrieb. Und sie waren äußerst verängstigt. Ihr hättet sehen sollen, wie sich Clarell mit der Entscheidung gequält hat. Die Bürde des Anführers nehme ich an. Wollt ihr die Welt wirklich der Verderbnis zum Fraß vorwerfen? Was habt ihr davon? Der Älteste beherrscht die Verderbnis. Er wird nicht von ihr beherrscht, wie die stumpfsinnige dunkle Brut.
Und wer denkt, die Verderbnis sei unkontrollierbar, der irrt. Sie ist einfach nur ein Werkzeug. Er ist ein Werkzeug. Und was mich betrifft, während der Älteste aus der goldenen Stadt heraus herrscht, werden wir, die Venatori, seine Gottkönige auf der Welt sein. Warum sollte Clarell riskieren, Dämonen einzusetzen? Dämonen müssen nicht essen, ruhen oder heilen. Sobald sie gebunden sind, werden sie niemals zurückweichen oder einen Befehl in Frage stellen. Sie sind die perfekte Armee, um sich durch die tiefen Wege zu kämpfen. Oder durch Orlais, nun da sie an meinen Meister gebunden sind. Denkt ihr, ihr besiegt mich nur mit Dämonen und einem Riss im Nichts? Hat Korypheus nicht erwähnt, was ich mit der Bresche gemacht habe? Das hat er. Und er hat ebenfalls erwähnt, was er in Haven mit euch gemacht hat. Der Älteste hat mir gezeigt, wie ich mit euch fertig werde, falls ihr töricht genug seid, euch erneut einzumischen. Dieses Mal, das ihr tragt? Der Anker, der euch unbeschadet durch den Schleier lässt? Ihr habt ihn meinem Meister gestohlen. Er war gezwungen, nach anderen Wegen ins Nichts zu suchen. Wenn ich ihm euren Kopf bringe, wird sein Dank unerwartet. Tötet sie! Einfach keine Vernunft annehmen. Ihr hattet recht. Durch ihr Ritual sind die Magier jetzt Korypheus Sklaven. Und die Krieger der Wächter? Richtig. Sie wurden für das Ritual geopfert. Welch eine Verschwendung. Erymond hat die Wächter belogen. Sie haben nur versucht, künftige Verderbnisse zu verhindern. Mit Blutmagie und Menschenopfern. Die Wächter lagen falsch, Hawk. Aber sie hatten ihre Gründe. So wie alle Blutmagier. Jeder hat eine Rechtfertigung für seine falschen Entscheidungen. Und nie ist sie von Bedeutung. Letztlich zählt allein das, was man getan hat. Ich denke, ich weiß, wo die Wächter sind, euer Gnaden. Erymond ist in diese Richtung geflohen. Dort liegt eine aufgegebene Festung der Wächter. Adamant. Das klingt plausibel. Die Wächter und ich werden Adamant auskundschaften und sicher gehen, dass die anderen Wächter dort sind. Wir treffen uns dann in der Himmelsfeste.
Selbst hier gibt es fruchtbaren Boden. Diese Feste bietet wirklich alles, was man braucht. Inquisitor, hm? Na ja, die richtige Festung dafür habt ihr ja. Und wo wir gerade davon sprechen, wenn ihr einen Moment Zeit habt, würde ich euch gerne etwas zeigen. Was sollte ich mir ansehen? Kommt mit, ich zeige es euch. Warum bin ich so angezogen? Das seht ihr gleich. Kommt schon. Ihr werdet es nicht bereuen. Das verspreche ich euch. Nabend. Ich bin der Eiserne Bulle. Meine Söldnertruppe hat sich euch vor kurzem angeschlossen. Tanner, ich bin aus Jada. Naja, aus der Nähe von Jada. Myra, ich war Hauptmann der Wache bei Lady Pendel. Sie hat mich angeheuert, nachdem dieser Scheiß beim Konklave passiert ist. Wollt ihr was trinken? Und wer ist das? Das ist Grimm. Sie redet nicht viel. Also, seid ihr bereit, ein paar Dämonen oder Venatori zu töten? Oder was auch immer dieser Arsch von Corypheus ist? Es geht hier nicht nur ums Töten. Wir helfen dem Inquisitor, die Welt zu retten und ein neues Reich zu errichten. Naja, solange ich bezahlt werde, bin ich glücklich. Deshalb habe ich mich ja schließlich verpflichtet. Ich konnte einfach nicht mein ganzes Leben auf einem Bauernhof verbringen. Ich musste ein wenig leben, versteht ihr? Was ist mit euch, Myra? Wieso seid ihr dabei? Ich dachte, ihr dient irgendeiner Adeligen. Ich habe gesehen, was in Haven passiert ist. Wie der Inquisitor diesem Monster und seinem Erzdämon Auge in Auge gegenüberstand. Ich singe den Gesang des Lichts nicht so oft, wie ich sollte. Aber niemand kann so etwas miterleben und trotzdem nicht glauben. Also dann, Grimm und ich sollten uns auf die Suche nach unseren Zelten machen. Danke für eure Gastfreundschaft. Ich kenne jeden Kämpfer unter meinem Kommando. Ihr habt diese Möglichkeit nicht. Aber es kann nicht schaden, ein paar Gesichter zu kennen. Es war gut, Ihre Sichtweise kennenzulernen. Ja, für Jungs wie Tanner könnten wir offenbar einen leichten Sieg brauchen.
Und Veteranen wie Myra haben schon genug erlebt, um wachsam zu sein. Ihr habt eine gute Armee aufgestellt. Vergesst es nicht. Egal, was auch kommen mag. Inquisitor, ich habe gerade unser neues Hauptquartier inspiziert. Die Fundamente sind rissig, überall nisten Tiere und wir sind meilenweit von jeglichen Zentren der Zivilisation entfernt. Wenn wir hier jemals Besucher von Rang und Namen empfangen wollen, müssen die Bediensteten diesen Ort präsentabel machen. Die Leute, die zu uns kommen, wissen, dass wir gerade eine Begegnung mit Korypheus und einem Drachen überlebt haben. Und sie müssen davon überzeugt sein, dass wir in der Lage sind, es erneut zu tun. Die Templer werden eure Führung hinterfragen. Sie sollten sich hier sicher fühlen. Fühlt ihr euch hier etwa nicht sicher? Es fällt mir schwer, Korypheus' Angriff auf Haven zu vergessen. Wisst ihr, wer zuerst zu den Waffen gegriffen hat? Unsere Arbeiter. Sie waren so stolz auf das, was wir hier tun. Korypheus hat sie einfach niedergemacht. Diesem ersten Feuerstoß folgten so viele Schreie. Er hat so viele Leute in Asche verwandelt. Wenn ich Korypheus das nächste Mal gegenüberstehe, wird er dafür bezahlen. Ich hoffe sehr, das wird bald sein. Nun denn, bevor ich mich wieder meinen Pflichten zuwende, erlaubt mir, euch zu eurer Ernennung zum Inquisitor zu gratulieren, my lady. Ich werde euch von nun an über diplomatische Belange unterrichten und euch mit Freuden zur Seite stehen, falls ihr meine Hilfe benötigt. Ich möchte mich des Vergnügens eurer Gesellschaft nur ungern schon wieder berauben. Hättet ihr Lust, mit mir ein wenig durch die Burg zu schlendern? Oh, ein kleiner Rundgang wäre nett. Lasst mich den Seneschall rufen. Das ist nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte. Nun, lasst es mich einfach wissen, falls ihr eure Meinung ändert. Und jetzt muss ich jemanden auftreiben, der die Gästequartiere herrichtet. Dieser Venatori-Magier ist wirklich in der Festung Adamant. Im Ratsraum prüfen Sie schon die Angriffsoptionen. Danke fürs Kommen. Gute Arbeit, Varric. Der Inquisitor ist genau das, was wir brauchen. Oh, es war toll. Mordlustige Wächter, Erzdämonen, Blutmagier und verrückte Templer. Fast wie zu Hause. Ich weiß, wie ungern ihr Kirkwall verlassen habt. Das ist der Arsch von Thedas. Die essen Schnecken hier. Trotzdem, Ich muss das hier zu Ende bringen. Ohne Bartrand und mich wäre das alles nicht passiert. So viel zum Thema Leben verändern. So ist das, wenn man versucht, etwas zu verändern. Dinge ändern sich. Ihr könnt es nicht immer kontrollieren. Die Wächter sind tatsächlich in der Festung Adamant, Inquisitor. Euer Stab hat meinen vollständigen Bericht. Der Auftrag wurde verschickt. Heute Morgen.
Nun denn. Inquisitor. Kamwald hatte bisher keine weiteren Probleme mit den Untoten. Gut. Nach allem, was geschehen ist, wird das Dorf wohl noch eine Weile brauchen, um sich zu erholen. Inquisitor, willkommen auf der erhabenen Ebene, einem Ort mit einer langen und blutigen Geschichte. Die Region ist bis heute ein Pulverfass. Auch hier hat der Bürgerkrieg gewütet. Heute streifen Rebellen durch das Land, die Freikämpfer der Dells. Sie haben sich erst kürzlich formiert und nutzen das Chaos aus. Das wäre dann alles. Danke. Wegen der Risse und der Untoten haben die Orlesianer an Boden verloren. Die meisten von ihnen wurden zu ihren Forts zurückgedrängt. Wir müssen die Region stabilisieren, damit die kaiserliche Armee hier wieder Fuß fassen kann. Viel Glück, euer Gnaden. Ihr werdet es brauchen. Euer Gnaden. Schwester Liliana lässt ausrichten, die Gäste sind unterwegs, die letzten Erbfragen sind geklärt und Mausgrau ist keine Frühlingsfarbe. Gut. Sagt ihr, wir haben das beste Gästezimmer vorbereitet. Die Erben werden kontaktiert werden und ja, ich weiß. Festung Adamant hat der dunklen Brut seit der Zeit der zweiten Verderbnis getrotzt. Das heißt, sie wurde vor dem Zeitalter moderner Belagerungsgeräte erbaut. Ein gutes Tribok reißt große Löcher in diese alten Mauern. Und dank unserer werten Botschafterin... Lady Sarah von Jada leiht der Inquisition ihre Pioniere. Sie haben die Triboks schon in Stellung gebracht. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte? Für Erymond war das Ritual in den Westgraten ein Test.
gut möglich, dass er in der Festung schon sein Dämonenheer sammelt. Unsere Truppen können das Tor nehmen, aber wenn die Wächter schon ihre Dämonen haben... Ich habe Baupläne von Adamant gefunden. Es gibt einige Engstellen, die wir nutzen könnten, um das Schlachtfeld zu begrenzen. Sehr gut. Wir können sie vermutlich nicht direkt besiegen. Aber wenn wir ihren Nachschub kappen, kommt ihr vielleicht an Kommandantin Clarell heran. Wir belagern also eine legendäre Festung voller Dämonen? Es wird ein harter Kampf, keine Frage. Aber wir öffnen dieses Tor. Außerdem wäre es möglich, dass einige Wächter unserer Sache gewogen sind. Vielleicht lassen die Krieger mit sich reden, aber sie werden sich kaum offen gegen Clarell wenden. Die Magier sind allerdings Sklaven von Korypheus. Sie kämpfen bis zum Tod. Unsere Belagerungsmaschinen und Truppen sind bereit, Inquisitor. Auf euren Befehl wird Adamant fallen. Nun denn, Inquisitor, da habt ihr euren Weg hinein. Viel Glück. Wir beschäftigen das Hauptheer der Dämonen, solange wir können. Ich komme schon klar. Sorgt einfach dafür, dass unseren Männern nichts geschieht. Wir werden tun, was notwendig ist, Inquisitor. Wächter Stroud wird euch den Rücken freihalten. Hawk ist bei unseren Soldaten auf den Wehrgängen. Er unterstützt sie, bis ihr eintrifft. Die Gegenwehr auf den Mauern ist zu groß. Unsere Männer kommen nicht über die Leitern.
Wenn ihr es schafft, die Wehrgänge freizumachen, könnten wir euch Deckung geben. Thank you.
könnt weiter vordringen, Euer Gnaden. Wir machen dem Rest eurer Truppen einen Weg frei. Ein wenig Hilfe brauchen. Gute Arbeit. Bleibt bei meinen Truppen und sorgt dafür, dass sie das hier überleben. Ich werde tun, was ich kann, um ihnen die Dämonen vom Leib zu halten. Eben jene Welt, die zu schützen wir geschworen haben, hat uns verraten. Die Inquisition ist hier, Clarell. Wir haben keine Zeit für feierliche Worte. Diese Männer und Frauen geben ihr Leben, Magister. In Tevinter mag das nichts bedeuten, aber für die Wächter ist es eine heilige Pflicht. Es waren viele lange Jahre, mein Freund. Zu viele, Clarell. Wenn mein Schwertarm den Wächtern nicht mehr dienen kann, muss es eben mein Blut tun. Das wird es. Haltet sie auf! Wir müssen das Ritual beenden! Thank you.
Wenn ihr das Ritual beendet, tut ihr genau das, was Erymond will. Und was? Die Verderbnis bekämpfen? Die Welt vor der dunklen Brut beschützen? Wer würde das nicht wollen? Und ja, das Ritual erfordert Blutopfer. Hasst mich dafür, wenn ihr wollt. Aber hasst nicht die Wächter dafür, dass sie ihre Pflicht tun. Wir bringen die Opfer, zu denen kein anderer bereit ist. Unsere Krieger sterben für eine Welt, die ihnen niemals danken wird. Und dann bindet euer Verbündeter aus Tevinter, die Magier, an Korypheus. Korypheus? Aber er ist tot. Diese Leute würden alles sagen, um euch zu verunsichern, Clarell. Holt ihn her! Bitte! Ich habe schon mehr als genug Blutmagie gesehen. Sie ist den Preis niemals wert! Ich habe die Hälfte von euch persönlich ausgebildet. Zwingt mich nicht, euch zu töten, um diesen Wahnsinn zu verhindern. Haltet euch mit dem Ritual bereit, Clarell. Dieser Dämon ist eurer Stärke wahrlich würdig. Angriff! Mein Meister wusste, ihr würdet kommen, Inquisitor. Und er hat mir das hier geschickt, um euch willkommen zu heißen.
hab die Wächter vernichtet. Das wart ihr selbst, ihr dämliches Miststück. Ich habe euch nur ein klein wenig Macht vor Augen geführt und ihr wart begierig darauf, eure Hände in Blut zu tauchen. Ihr hättet einem neuen Gott dienen können. Ich werde der Verderbnis niemals dienen. Wir sind gefallen. Ist das... Sind wir tot? Nein. Das ist das Nichts. Der Inquisitor hat einen Riss geöffnet. Wir haben ihn durchquert. Und es überlebt. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals körperlich hier sein würde. Seht nur, die schwarze Stadt. So nah, dass man sie beinahe berühren könnte. Das ist unglaublich. Welcher Geist beherrscht diesen Ort? Etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Meine Erinnerungen an das Nichts sehen auch anders aus. Vielleicht, weil wir körperlich hier sind und nicht einfach nur träumen. Es heißt, ihr werdet in Haven aus dem Nichts geschritten. War es wie das hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich immer noch nicht erinnern, was letztes Mal geschehen ist. Gut. Egal, was in Haven geschehen ist. Wir sind hier wohl kaum sicher. Dieser riesige Dämon war auf der anderen Seite des Risses, den Arimond benutzt hat. Und er war vermutlich nicht allein. Dreck, Scheiße, Pisse, Mist! Nichts, Arsch, Scheiß, Dämonen, Mist! In unserer Welt war der Riss, durch den die Dämonen kamen, ganz in der Nähe. In der Haupthalle. Können wir auf diesem Wege entkommen? Es ist auf jeden Fall besser, als hier zu bleiben und darauf zu warten, dass uns die Dämonen finden, oder? Dort! Lasst uns gehen! Das ist faszinierend! Es ist natürlich nicht der Bereich, den ich ausgewählt hätte,
Aber körperlich durch das Nichts zu wandeln... Das hier ist kein verdammter Spaziergang! Klappe jetzt, sonst finden uns noch irgendwelche Dinger! Beruhigt euch, Kind. Feindselige Gefühle locken die Dämonen nur noch schneller an. Solas, ihr seid der Experte für diesen Ort. Wisst ihr irgendetwas, das uns weiterhilft? Das Nichts wird durch Absicht und Gefühl geformt. Bleibt konzentriert, dann wird es euch dorthin führen, wohin ihr möchtet. Der Dämon, der diesen Bereich beherrscht, ist außergewöhnlich mächtig. Irgendeine Spielart der Angst würde ich annehmen. Ich rate euch, euch vor seinen Manipulationen vorzusehen und euch auf ein zweifelsohne faszinierendes Erlebnis vorzubereiten.